Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren, wie sagt man, Let's Play von City Skylines. Ich habe mir dieses lustige neue Map Pack besorgt und werde jetzt versuchen, hier eine Stadt, die ich Boberheide genannt habe, aufzubauen. Und als erstes müssen wir gucken, wo wir alles hin tun. Warte mal, erstmal müssen wir hier die anderen Sachen freischalten. Weil wir haben nur einen begrenzten Money Pool hier. So, das Wasser fließt in diese Richtung. Ist die Frage, ob ich hier überhaupt eine Pumpe anlegen soll, weil dann könnte eventuell der Fluss versiegen. Aber dann machen wir halt auf dieser Seite das Abwasser und hoffen mal, dass das alles so funktioniert. So, dann können wir hier für 3000 Solarpaneele hinlegen, damit das ein bisschen autark ist und wir uns nicht hier um den Strom kümmern müssen. So. Gut, und dann müssen wir planen, wo wir welche... Also das hier ist, glaube ich, ein ideales Wohngebiet. Wir müssen mal gucken, ob wir... Nee, wir können noch keine Ressourcen, obwohl doch hier können wir Ressourcen angucken. Aha. Das ist, glaube ich, hier. Das ist Wohngebiet. Hier ist nichts weiter. Da ist, sind Bäume, hier ist Dingens. Da können wir dann unser erstes Industriegebiet hinhauen. Das ist die Frage, wie kriegen wir jetzt hier diese Straße, ohne dass wir den Wald kaputt machen? Aha. Nehmen wir mal das hier als Übergang. So. Und dann nehmen wir erstmal diese Straße, bis wir uns was Besseres leisten können. Diesen Feldweg hier. So. Gut. Also hier wollten wir ein Wohngebiet hinbauen. So. Dann machen wir hier so ein Gewerbegebiet. So. Goodie. So, haben wir erstmal unser Wohngebiet und unser Gewerbegebiet. Jetzt brauchen wir natürlich noch Wasser hier. So. Und Strom. Wir haben noch 33.000. Wir könnten uns hier diesen Spektra-Beacon hinstellen. Der würde erstmal reichen. Okay. Oder wir packen das hier in den Fluss. Aber das wird nicht groß hinhauen. Wir könnten hier, aber das wäre Lärmbelästigung dann wieder. Obwohl hier unten könnten wir. Hier unten, das sieht sowieso nach Industriegebiet nachher aus. Also bauen wir hier 2 oder 3 Windräder hin. So. Wollen wir die noch verbinden hier? Warum nicht?
So. Wir haben noch 10.000 übrig, das ist wunderbar. Dann wollen wir mal hoffen, dass das funktioniert erstmal als kleine Stadt hier. Ja, Leute ziehen ein, da wo Strom ist, sehr gut. Sehr, sehr gut. Im Weißdornweg. Und es ist Feldstraße und achso, Feldstraße geht einmal drumherum. Okay. So, und dann bräuchten wir ein bisschen Industriegebiet. Also hier kommt entweder kommen die City Services hin. Oder noch mehr. Commercial Zones, aber hier können wir mal ein bisschen Industriegebiet hinbauen. Das können wir dann ja später umändern zum Farmgebiet. So. Oh, nicht genügend Geld. Das ist natürlich ungünstig. Das ist ungünstig. Darlehen können wir uns gerade nicht leisten. Das ist sehr ungünstig. Dann bauen wir erstmal hier eins hin. So. Damit die Stadt weiter wachsen kann. So. Ja, jetzt kriegen wir auch wieder Plusgeld. Sehr gut. Können wir gleich das Wasser verbinden hier. So. So, verbunden, sehr gut. Und schon haben wir die erste Ausbaustufe der Stadt erreicht. Wir sind auf 500 Einwohnern und können uns jetzt eine Schule bauen. Wollten wir eigentlich hier hin bauen, aber jetzt ist da schon Industrie, also bauen wir die mal hier hin. Und ein Krankenhaus, also so ein Doctor's Office halt. Zack, so. Und natürlich brauchen wir auch Müll, den können wir uns jetzt nicht mehr leisten, aber kriegen wir schon irgendwie hin gleich. Vielleicht hier in die Ecke so. Könnten auch schnell Darlehen aufnehmen, dann können wir uns das leisten. So. Also das ist, ich würde fast sagen, zu zentral. Das ist direkt an der Hauptverkehrsstraße, das ist nicht gut. Mal hier eins hin und hier ein Recycling Center, das sollte reichen. So, erstmal. Aha, da brauchen wir schon wieder ein neues Gewerbegebiet, so ein bisschen. So.
gleich ein bisschen mehr. Wenn wir hier Querstraßen gebrauchen, macht das überhaupt Sinn? Da hinten fehlt Wasser. Brauchen noch mehr Industriegebiet. Und noch mehr Wohngebiet. So, jetzt können wir das, glaube ich, laufen lassen. Wir kriegen 2000 im Monat. Oh, siehst du, sind wir schon wieder aufgestiegen. Okay, unsere Feuerwehr, wo packen wir die hin? Hier vielleicht. Und Polizei hat noch ein bisschen Zeit. So, Wasser haben wir noch genug, haben wir noch genug Strom. Strom wird langsam ein bisschen knapp mit den drei Windrädern da. Ja, 7500, wir könnten hier so Parkplätze bauen, die auch Strom geben, weil da Solar dran ist. Winzige Kleinstadt, sehr gut. Oh, und wir brauchen langsam ein Polizeirevier. Nehmen wir mal dieses europäisch anmutende Polizeirevier und packen das hier zu den Solarpanelen. So schick, oder? So, gucken wir uns mal den Verkehr an. Hier wird es langsam ein bisschen dicht. Da könnten wir die Straße mal
Machen wir das die Hinstraße und das andere die Zurückstraße. Damit sollten wir ein bisschen Ordnung in den Verkehr bringen hier. Das war so nicht gedacht, obwohl der kann bleiben. Bloß der muss andersrum. So, das sollte den Verkehr ein bisschen entlastet haben hier. Ja, hier unten sieht es gut aus. Hier oben könnte man auch was machen. Und zwar nehmen wir den Verkehrseditor und packen hier einfach genau eine Vorfahrtsstraße rein. Und hier machen wir das genauso. Ja, gefällt mir. Passt hier noch ein Solarpanel hin? Ja. So, sehr gut. Freier Straße, Wogemannsweg und Strandpromenade. Naja, Strandpromenade ist ein merkwürdiger Name für die Straße hier. Ah, okay, ich hab den Fluss unterschätzt. Eine Pumpe trocknet ihn scheinbar noch nicht aus. Sehr gut. So, können wir uns jetzt Industriegebiete machen? Ja. Können wir uns hier ein lustiges eine Farming Area und hier eine Forstwirtschaft bauen. So, gucken wir mal. Nehmen wir mal so eine Straße. Die sollte mit dem Aufkommen zurechtkommen. Hier ist sogar eine Bahn. Hier könnte ich sogar eine Bahnverbindung dran machen. Das wäre sehr praktisch. Ich glaube, das ist schief. Das ist super schief. Okay. Nicht genügend Geld. Okay, müssen wir noch ein bisschen warten. Können hier schon mal Wasser legen. Das werden wir auf jeden Fall brauchen. So, das wird die Langenberger Forstwirtschaft.
Und es wird es gut, Pedersen. Fünfzehntausend brauchen wir hierfür, okay. Das wird eine Weile dauern. Komm schon. So, und hier haben wir auch noch eine 640. So, jetzt können wir eine Weile auf schnell stellen. Und warten. Können Sie mal hier. Achso, der steht. Stehende Autos können wir nicht. Dann gucken wir uns mal hier an. Das ist ein näherer Blick in unsere Stadt. Hier sehen wir, was hier vorgeht. Oh wow. Er ist hier Birte Häusler in ihrem SUV. Parkt vor dem State City Sky Trust. Okay. Was wir hier schon mal reinbauen, könnten wir vielleicht einen Park oder so. So, kleinen Park. Das war natürlich wieder das ganze Geld weg, aber was soll's. Wie viel Strom haben wir noch? Oh, boomende Kleinstadt, sehr gut. In unser Gebiet vergrößern, Strom haben wir noch, sehr gut. Und wir haben jetzt genug Geld für unser Gut. Das ist gut. So, dann wollen wir hier gucken. Kleines Getreidefeld. Wo packen wir die hin? Packen wir die hier erstmal hin? Na? Da will er nicht, oder? Naja. Nicht genügend Geld. Okay. Gucken, was wir hier anbauen. Weizen, Mais. Baumwolle, Kartoffels und hier machen wir zwei Treibhäuser hin. So. Utholmer Straße. Klingt gut. Machen wir hier mal Pedersen Weg. Hallo, kann ich das überhaupt?
Stiegacker klingt sehr gut für unser am Eibenweg. Eibenweg weiß ich nicht. Am Maisweg. Sehr gut. Und das hier Kurweg. Meinetwegen. Meinetwegen. Und hier oben, was ist das? Claudiusstraße. Warum nicht? Warum fahrt ihr da einmal ganz längs? Das verstehe ich nicht. Äpfel und Orangen. So. Warum können wir eigentlich keinen Spargel und keine Erdbeeren anbauen, wenn das hier schon deutsch lokalisiert ist? Können wir hier eine Abkürzung reinbauen? Ja, können wir, sehr gut. Ja, und funktioniert. Sehr schön. Das kleine Viehherde, Vieh können wir hier auch noch reintun. Sehr gut. Getreidesilo. Warte mal, die da direkt an die Hauptstraße zu legen, ist keine gute Idee. Das sorgt für zu viel Verkehr da. Packen wir die hier runter. Weizen. Getreidemühle, Bäckerei, Landarbeiter und Viehstelle. Okay. Getreidemühle, wo packen wir die hin?
Aber warte mal, nicht hier auf den Wald drauf bauen. Den lassen wir mal da, wo er ist. Ja, sehr gut. Kleine Scheune, Viehstall, die bauen wir mal hier hin. Wow, die sind super teuer. Warum brauchen die Strom? Wird Solar drauf auf so einem Viehstall. Sehr gut. Nicht genügend Strom, oho. Nicht genügend Strom. Gucken wir mal, ob wir noch eine hier hinbauen können. Reicht das? Gerade mal so. So. Ja, ich denke, das war's auch wieder für heute. Wir haben ja ein bisschen schon eine kleine Stadt gebaut. Wir haben ein bisschen die Mahnprobleme. Wir könnten die Steuern hochstellen, dann hätten wir mehr Geld, weil alle drei Typen von Gebieten sind in High Demand hier. Dann sollten wir uns eine Lösung überlegen für die Stromversorgung, weil das hier nimmt momentan, hier sieht man die Lärmbelästigung, limitiert so ein bisschen, was wir hier bauen können. Also hier könnten wir theoretisch noch ein Wohngebiet hinbauen, hier könnten wir eins bauen und hier drüben. Aber sobald wir in die Lärmbelästigung der Windräder reinkommen, werden die Leute krank davon. Das ist in diesem Spiel so. Ich finde ja, man gewöhnt sich dran und wenn man an der Hauptstraße gelebt hat, das ist schlimmer. Zum Beispiel hier, aber wie gesagt, in diesem Spiel sind die Windräder wahrscheinlich schlecht geölt. Ja, und dann müssen wir gucken, dass dieses Gut vielleicht momentan stellen wir hier Tierprodukte her, da nicht so viel Nutzpflanzen zu Tieren, okay, und ja, genauso wie hier, da können wir gucken, ob wir das noch weiter verfeinern können, dann vielleicht irgendwie das Obst eindosen oder so, ich habe keine Ahnung, und dann schauen wir mal. Das hier sieht auch nicht so attraktiv aus, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Ja, hier vorne
in der Nähe des Parks. Und was ist hier sonst noch? Die Schule? Nee, ja doch, das ist die Schule, oder? Ja, die Grundschule. Da mögen die Leute wohnen, hier hinten eher nicht so. Das heißt, hier bauen wir vielleicht noch einen Park hin und gucken, dass wir hier noch Anbindung an die anderen Services bekommen, wie zum Beispiel ein Ärzteoffice oder ein Altenheim bauen wir hier hin. Mal gucken, was wir alles bauen können hier. Altersheim können wir bauen. Wir können ein Kinderkrankenhaus bauen, wenn wir wollen. Okay. Oder einen kleinen Dorffriedhof. Oder hier so eine kleine Kirche mit Friedhof. Müssen wir mal schauen. Noch sterben die Leute nicht. Aber sehen wir dann, wie es dann weitergeht. Dann, falls euch das Video gefallen hat, bla bla, like das und so weiter und so fort. Und Call to Action und bis denn.